So, da sind wir wieder. Und wie vorgewarnt wird das die langweiligste Folge, die wir je hatten. Denn ich werde einfach nur stumpf vor mich hin leveln. Das heißt, wir machen ein bisschen Platz im Inventar für Tränke. Einfach weg damit, weg damit. Er hat ein paar Flaschen, das ist gut. So, so. So. Dann gucken wir gleich mal durch, wer wie hoch ist bei den ganzen Priestertalenten. Denn es macht nicht unbedingt Sinn, wenn jemand trainiert, der schon ziemlich hoch ist. Das heißt, wir konzentrieren uns dann auf die, die am niedrigsten sind. So, die Flasche trinken wir einfach mal. Das war Stärke. Zwei hat er. Das kann alles runter. Was war das? Ja, war, glaube ich, Stamina. Stamina 105. Das war kein Stamina. Ja, Trank. Testen wir mal ganz kurz. Du. Oh, das ist der Stamina. Ma ist Stamina. Oh, er hat so einen komischen blauen Kreis um sich rum. Das müsste Magieschild sein. Denn der Feuerschild ist so ein grüner Kreis drumherum. Gut, also wir müssen es hinkriegen, dass wir eine Flasche haben mit dem Symbol. Das können wir kurz ein bisschen ausprobieren. Also, wir nehmen das. Es muss denn ja wohl das hier drin haben. Und dann das? Nein. Das, das, das. Nein. Das, das, das. Nein. Nächster. Das, das. Das. Das, das, das. Jetzt haben wir irgendwas Dunkelblaues. Okay, was macht der? Können wir auch nicht sehen. Also das, das E. Das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Also Viereck, E, schreibe ich Schild, Fragezeichen. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Trank, den ich haben wollte. Also das. Ah, schöne Sache. Also wir können jetzt schon wahrscheinlich Magieschildtränke machen. Wenn das Blaue der Magie ist. Und wir können. Dab, 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 dab. Oh, das ist ein Priesterspruch. Dopp, dopp. So, jetzt haben wir den. Dann haben wir N, Yin Yang, Flugzeug. Den. Und können auch den trinken. Ja, extrem Pixelangriff. Also Z ist gerade super geschützt. Nehme ich mal einfach an. Ich weiß jetzt nicht, ob der Schutz immer gleich stark ist oder stärker wird, wenn der Effekt hier höher ist. Weil für mich sieht es nur so aus, als wenn die Stärke, also der ersten Rune, beeinflusst, wie lange der Zauber hält. Aber gut, ich rede schon wieder viel zu viel. Eigentlich wollte ich ja schön skillen und sonst gar nichts. So, du hast Journeyman Priest. Du hast Journeyman Priest. Du hast Artisan Priest, ist auf jeden Fall höher. Und du hast Craftsman Priest. Jetzt weiß ich nicht, welches von beiden höher ist. Aber das von Zed und Gosmog klingt auf jeden Fall niedriger. Das heißt, die prügeln sich jetzt hier durch, bis jeder ein Priesterlevel hat. Zap, zap. Und schluck, 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 schluck. Zu viel. Und was machen in der Zeit die Magier? Also wir könnten natürlich auch weiter deren Mana verballern für einfache Fackelzauber. Aber er ist ein Adept-Wizard. Also ich habe im Gefühl, ich weiß es nicht wirklich, Artisan ist höher als Journeyman. Und Craftsman ist höher als Artisan. Und Adept ist höher als Craftsman. Also es kommt Apprentice, Journeyman. Artisan, Craftsman, Adept. Und die hier sind beide schon Adepten Zauberer. Ja, du bist Artisan Zauberer, also schon ganz okay. Und der ist ein Craftsman Zauberer. Und die sind doch eigentlich schon ganz okay, dabei habe ich gar nicht so viel mit denen trainiert. Aber was soll's. Mana muss so oder so weg. Was ich auch noch ganz gerne trainieren würde, wären die Ninja Level. Weil Ninja hat ja hier nur Journeyman. Er hier ist nur Vize.
Das ist, glaube ich, nur die allererste Stufe. Auch nur Journeyman und Journeyman. Dann nehmen wir mal zu Skosmog. Der ist ja unser niedrigster, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der schmeißt jetzt. Der schmeißt einfach mal Sachen rum. Ich dachte, das dauert Ewigkeiten. Aber er hat sofort ein Level bekommen. Auch nicht schlecht. Also ja, Apprentice. Das schreibe ich mir auch mal ganz kurz auf. Also, erste Stufe ist Novize. Dann kommt Apprentice. Jetzt schauen wir mal, welchen Level Z hat in Ninja Journeyman. Okay, dann ist Journeyman nach Apprentice. Gosmog schmeißt jetzt einfach noch ein bisschen weiter rum, in der Hoffnung, dass er noch ein Level bekommt. Und dann können wir sehen, was direkt als nächstes kommt. So, ein Schritt vor. Ja, das ist Power Gaming. Wir nehmen Sachen und schmeißen sie einfach weg. Jetzt ist auch die Frage, ob wir. Jetzt ist auch die Frage, ob wir innerhalb einer gewissen Zeit nur so und so viele Erfahrungspunkte bekommen können. Das wäre nämlich ein ganz gutes Mittel, um gerade solches Power Gaming hier zu unterbinden. Jetzt müsste noch irgendein Gegner vorbeikommen, das wäre perfekt. Dann könnten die damit zuwerfen. So, wieder zurück. Na, 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 na. Ich hätte mal die ganzen schweren Steinbrocken irgendwo deponieren sollen. Die kann man nämlich fast gar nicht werfen. Und spart sich dadurch eine Menge Rumgeklicke. Es dauert doch ein bisschen länger. Apprentice Dingens. Ninja. Wir könnten das ganze Essen auspacken. Naja, es sind eigentlich genug Sachen. Ich muss nur immer so hin und her, damit er auch wieder das Teil werfen kann. So, drehen, werfen. Aber wenn er echt in der ersten Stufe war und es ging so schnell auf die zweite Stufe zu kommen, dann hätten wir jetzt eigentlich schon das nächste Level up haben müssen. Heißt, eventuell ist da wirklich so ein kleiner Timer drin, dass man nur innerhalb von 5 Minuten einmal aufsteigen kann oder XY Erfahrungspunkte bekommen kann. Und ich sollte vielleicht einfach eher immer rechts werfen, dann landen sie nämlich so, dass wir sie auch gleich weiterwerfen können. Das teste ich gleich mal. So, rechts. Okay, hier hätte ich links werfen müssen. Aber da kommt nichts. Okay, einmal werfen wir jetzt noch alle Sachen irgendwo anders hin. Und wenn er dann kein Level Up hat, dann darf der nächste mal ran. Zap, zap, zap. So. Nö. Okay, Set ist dran. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Beschränkung, wenn es sie denn gibt, nur charakterbedingt ist und nicht für die ganze Gruppe zählt. Alternativ könnte er währenddessen noch schlagen. Ja, das sieht sehr albern aus. Wir laufen durch den Dungeon, schmeißen Essen für uns her und schlagen gegen Wände. Aber ja, die Folge musste jetzt echt mal sein. Denn wir wären zwar auch so weitergekommen, aber es ist mir immer zu nervig, 10 oder noch mehr Minuten zu verlieren, weil einer gestorben ist, weil ich den alten Speicherstand laden muss. Da habe ich jetzt lieber eine Folge, wo fast nichts passiert und dafür wir etwas stärkere Helden haben. Auch wenn wir bisher nicht wirklich viele Level ab. Oh, Gegner. Okay, komm jetzt. Round one, fight. Ah, Schaden geht. Komm, gib uns den Level. Oh, ist das schnell. Also okay, sie machen fast keinen Schaden, aber. Wenn es einen Hotkey geben würde für die Angriffe, dann könnte man da ein bisschen richtig abgehen.
trotzdem kein Ninja-Level. Was soll das? Komm schon. Wir kämpfen mit bloßen Fäusten gegen eine Riesenratte. Wenn das kein Ninja-Level gibt, dann weiß ich auch nicht. Zack, tot. Wir haben sie totgeschlagen. Trotzdem kein Level up. Mann, Mann, Mann. Ja, da muss definitiv irgendein Block drin sein. Und wir sind ja auch schon auf einer recht tiefen Ebene. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann kriegt man mehr Erfahrungspunkte, je tiefer man ist. So. Schmeiß, 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 schmeiß. Schmeiß, schmeiß. Und warum lebt die Ratte eigentlich noch? Vielleicht respawnen die ja. Das wäre auch ganz praktisch. Wir sollten nichts unterwegs liegen lassen, denn wir brauchen das ganze Zeug noch. Oh. Wo ist mein Werfhaufen? Da ist mein Werfhaufen. So, das bringt anscheinend nichts. Oder nicht viel. Also geht das Tränke machen weiter. Und Elijah kriegt ein Priesterlevel. Artisan. Was war vorher? Hätte ich mir alles aufschreiben sollen. Ja, aber schön, dass er wenigstens auch noch Level bekommen hat. Also, Z ist Journeyman. Journeyman ist noch nicht auf unserer Liste. Unsere Liste ist bisher erst. Erstes Level ist Novize, zweites ist Apprentice. Ist noch irgendjemand irgendwo Apprentice? Apprentice Ninja. Ja, das wollten wir testen. Apprentice Fighter. Und Apprentice Fighter. Ich teste mal was. Du gehst nach vorne, du gehst nach vorne. Und wir laufen da gegen die Wand. Theoretisch müssten sie so Kämpfe Erfahrungspunkte bekommen. Also sobald sie Schaden bekommen, müsste es als Level gelten. Oder als Erfahrungspunkt gelten. Weil auch wenn wir Feuerbälle abbekommen oder in Gruppen runterspringen, dann kriegen wir teilweise auch Level-Ups. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Denn sie sind beide erst Stufe 2 im Kriege und haben trotzdem noch kein Level abbekommen, obwohl wir jetzt schon ziemlich häufig gegen die Wand gelaufen sind. Habt ihr irgendwelche Wunden davon getragen? Nö. Außer, dass er Antimagie einen Punkt verloren hat? Na, komisch. Na gut. Dann darf halt Godsmog Journeyman Priest. Nee. Wir könnten jetzt einfach Journeyman aufschreiben als die dritte Stufe. Ich bin mir da zwar nicht sicher, aber es könnte Sinn machen. Also ich schreibe es einfach mal auf. Wir haben jetzt Novize, Apprentice, Journeyman. So, er ist Journeyman Priest. Das heißt, wir machen jetzt noch eine Weile Tränke mit ihm und gucken, wie sich die nächste Stufe anhört. Oder wie die heißt. Heiltrank, Heiltrank, Schluck, 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 Schluck. Ja, er braucht leere Flaschen. Mehr leere Flaschen. So. Noch ein. Er hat jetzt schon 170 Lebenspunkte. Wie schaut es bei anderen aus? 204, 196, 184. Ja, Zed hängt definitiv hinterher. Aber deswegen machen wir diese Folge. Auch wenn die Folge gleich schon vorbei ist und ich gar nicht so viel trainiert habe. Also ja klar, wir haben recht viel durch die Gegend geworfen, aber wir haben nicht viel geschafft. Das wollte ich sagen. Wir haben ein Ninja-Level mit Godsmog bekommen, wir haben ein Priester-Level mit Elijah und ich glaube noch ein Priester-Level mit dem anderen. Aber das war's dann auch. Was ist er eigentlich, Priester? Er ist auch Journeyman, das heißt, er kann auch Mission trainieren. So, zack, zack. Und wir sollten schon mal für die nächste Folge vorbereiten, gute Heiltränke machen. Die wir gerade eben ausgetrunken haben. Ja, ich weiß. Godsmog. Ah, das waren die falschen. Besser gesagt, zu niedrig. So. So. Die kommen schön da unten hin. Unsere Trainingsflaschen sind immer, oder unser Trainingszauber ist ja immer dieser hier. Eigentlich. Aber keine Stufe. Ja, für ein Let's Play eignet sich das Spiel echt nur bedingt.
Also wenn ich jetzt kein Let's Play machen würde, würde ich einfach eine Stunde lang jetzt Tränke machen und Lichtzauber und gegen eine Wand laufen und was weiß ich. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. So, Nabi macht nochmal einen Heilzauber. Oh, ich höre Gegner. Komm. Unsere Magier müssen jetzt schon Kriegerlevel bekommen. Obwohl, der ist gleich tot. Komm, Nabi. Hau ihn tot. Was ist er in Ninja? Journeyman. Gut. Das heißt, er macht das jetzt im Alleingang. Und wenn er Level Up bekommt, wissen wir, was nach Journeyman kommt. Dumm, die dummen Heiltränke hat er ja auch schon dabei. Er darf bloß nicht gewone-hittet werden. Oh, wir können auch im Inventar einfach bleiben. Ja, noch praktischer. Zed darf natürlich auch nicht sterben, aber Zed hat dafür wenigstens eine bessere Rüstung als er hier. Dumm, die dumm. Bisschen mehr Heiltränke bitte. Zed auch nochmal. So. Ich höre irgendwie auch. Ach du. Komm schon, gib mir ein Ninja-Level. Ich will doch nur ein Ninja-Level. Gleich müssen wir weglaufen. Ah, tot. Aber kein Level. Okay, harte Tour. Er sollte erstmal da sein, bevor wir den Spruch machen. So, so, so. Kaputt. Wird alles eingesackt. Ah, da kommen noch mehr. Also ja, die respawnen definitiv. Jetzt würde ich noch gerne meinen Haufen wiederfinden. Da ist mein Haufen. Das ganze Essen schnell einsortieren. Nabi sollte auch wieder nach hinten, dafür Gosmog nach vorne. So, Grün und Gelb sind erste Reihe. Feuerball vorbereiten. Und unser ganzen Krimskrams einsammeln. Da. Wir haben jetzt wieder zu viel Essen und nicht genug Kisten. Es ändert sich so schnell. Ah, doch, da ist noch Platz. Ich wollte gerade sagen, das ändert sich so schnell. Oh, sortiert das Essen automatisch in die Kiste ein? Das ist ja mal praktisch. Sehr schön. So, Kiste voll, Kiste voll. Panikknopf. So, deine Axt. Noch ein Panikdingens. Da ist Gosmoks Schild, da ist sein Schwert, noch eine Flasche, noch mehr Essen. So, jetzt haben wir alles. Goodie. Also, wir haben nicht ganz so viel geschafft, wie ich gerne geschafft hätte, aber wir haben ein bisschen was rausgefunden über die Level. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir drei Level-Ups geschafft. Was besser ist als nichts. Das heißt, wir werden das Ganze einfach nochmal wiederholen müssen. Oh, das kommt mit. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein paar normale Folgen, wo ich versuche weiterzukommen. Und dann mache ich noch so eine Trainingsfolge. Die werde ich auch immer schön vorher ansagen, dass man sie auch überspringen kann, wenn man da gerade keinen Bock drauf hat. Was stand hier drauf? Fußstapfen haben wir schon aufgeschrieben. So. Schon stehen wir wieder hier. Speichern wir ab. 31 und wir sehen uns gleich zu der regulären Folge wieder. Bis denne.